Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klönschnacks. Wir sind heute hier in Glücksburg am Strand und gehen gleich in das Strandbistro Sandweg. Dort wartet nämlich ein ganz besonderer Gast auf uns, unsere ewige Nummer 9, unsere SG-Legende Holger Glandorf. Und wir wollen mit ihm einmal sprechen, wie denn so sein Arbeitsalltag aussieht. Und wir hoffen, dass wir ja mal ein bisschen mehr über Holger herausfinden, als wir alle schon mal gehört haben. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und wir gehen mal rein und gucken, ob er schon da ist. Moin Holger! Moin, na? Du bist ja schon da. Ja, wie immer, weißt du doch. Ja, aber du bist immer der Erste. Warum? Ja, du gehst immer 10 Minuten zu spät. Ach so, weißt du ja, Entschuldigung, auch. Aber das ist ja nichts Neues, kennst du ja. Ja, schön, dass du bei uns bist, Holger. Wir sind hier mit perfekter Location und bestem nordischen Wetter. Und wir haben heute die Ehre, zusammen eine Folge Klönschnack aufzunehmen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen unterhalten und hoffentlich einen ganz anderen Holger Glandorf kennenlernen. Zumindest ist das mein Anspruch, aber mal gucken, ob das klappt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber Holger, ich habe mir folgende Aufgabe überlegt. Du weißt ja, dass wir unseren Gästen auch gerne mal eine Aufgabe mit an die Hand geben. Und in meiner Zeit als Pressesprecherin bei der SG Flensburg-Handewitt habe ich dich ja auch als Spieler erlebt. Und ich habe wirklich noch nie jemanden, auch in meiner Zeit vorher im Fußball, erlebt, der so ekelhaft Phrasen aneinander reiht und sich nicht mal dabei schämt, keine Inhalte preiszugeben. Und deswegen ist deine Aufgabe heute für unser Gespräch, dass du keine Phrasen verwenden darfst. Dann würde ich gerne meine liebe Kollegin Caro einmal bitten. Muss man aber auch können. Genau, wir haben hier einmal eine Sau vorbereitet, ein Sparschweinchen. Und du kriegst natürlich auch Kohle, damit du das befüttern darfst. Und dann würde ich dich bitten, sobald du eine Phrase drischst, wird entweder Caro sich sehr lauthals bemerkbar machen oder ich. Und dann gucken wir mal. Natürlich ist deine Challenge, das zu vermeiden, ne? Was ist, wenn ich gar kein Geld reinschmeiße? Dann hast du gewonnen und dann darfst du dir was für mich überlegen. Okay. Ob ich das will, weiß ich noch nicht, aber ich werde dich so kitzeln. Es wird eine harte Challenge. Wird hart. Okay. Du sitzt mir heute in einer ganz besonderen Location hier gegenüber. Wir haben einen super Ausblick, wie ich finde. Und ja, das Wetter ist halt so, wie es ist, ne? Aber du sitzt mir ja nicht nur hier heute gegenüber, sondern auch im Büro. Und das mag ich gerne, muss ich ehrlich sagen. Und das ist ja auch Funny Island, wie wir uns selber genannt haben. Wir haben ja so eine Büroinsel mit 2 gegenüberstehenden Schreibtischen. Was magst du denn an Funny Island besonders gerne? Ja, ich glaube, der Name ist Programm. Also ich glaube, wir haben schon sehr viel Spaß bei uns am Bürotisch. Wir nutzen einfach mal auch, um einfach kreativ zu sein, mal so kleine Auszeiten und Pausen und reden einfach ein bisschen Quatsch, wie früher auch in der Mannschaftskabine. Denn das haben wir immer so mitgenommen oder habe ich mitgenommen und das passt mir sehr gut. Und danach haben wir auch wieder sehr gute kreative Phasen, die wir für die Arbeit gebrauchen können. Also das macht am meisten Spaß. Natürlich bei so einem Ausblick macht mir auch die Arbeit Spaß. Och, Holger, Komplimente, Holger, heute. Was ist denn mit dir los? Keine Phrasen, weißt du ja. Ja, schön, gar keine. Dafür musst du auch nichts einzahlen, da bin ich ganz gnädig. Aber weißt du, das ist ja so, ich stehe auf, ich mache mich fertig, ich mag das, chillig in den Tag zu starten und eigentlich immer, wenn ich komme, bist du schon da, egal wann. Und ich frage mich eigentlich, was machst du da schon so früh? Also es ist ja gähnend langweilig, weil eigentlich wird es ja erst lustig, wenn ich ins Büro komme. Was machst du da? Und warum bist du so früh da? Die Ruhe genießen, bevor du kommst. So. Also was arbeiten, meinst du? Ja, genau. Nein, also das ist ganz, ganz praktisch im Hintergrund. Also ich nehme meine Jungs mit zur Schule und das ist halt relativ früh morgens, weil die Schulen, wir wissen ja, relativ früh anfangen. Und dann fahre ich einfach weiter ins Büro und das ist meistens immer so kurz vor 8. Und dann genieße ich so die Ruhe, bis sie in den nächsten Kollegen eintrudeln, versuche ein paar Sachen abzuarbeiten, also ganz, ganz entspannt. Und da ist auch jeder so, wie er möchte und ich glaube, das passt einfach zu mir. Ich bin so früh Aufsteher, deswegen. Klingt plausibel und jetzt, wenn du es so sagst, könnte ich vielleicht auch mal darüber nachdenken, irgendwie ein bisschen mehr Ruhe zu haben, aber ich glaube, da schlafe ich lieber eine Stunde länger. Aber du bist ja auch sehr emotional bei der Sache im Büro. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Meinst du? Finde ich schon. Es passieren ja immer nur positive Sachen im Büro, nie negative und die werden ja auch befeiert, sage ich mal. Wie groß war denn der Switch für dich aus der Kabine, also aus diesem Kabinentalk mit deinen Mannschaftskollegen auf einmal jetzt in der Geschäftsstelle zu sitzen und die Emotionalität da anders zu kanalisieren vielleicht auch, weil das ja ganz, ganz anders ist als im Sport? Ja, das ist einfach, aber es war natürlich
erstmal eine gewisse Zeit durch den Corona-Abbruch, mich darauf vorzubereiten. Und du sprichst es an, natürlich ab und zu, wenn mal ein paar Dinge nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle, wie auf dem Spielfeld vielleicht auch mal, dann ärgere ich mich auch mal im Büro. Und dann wackelt auch mal ein Schreibtisch, wie du weißt, oder kommt ein kleiner Fluch. Aber ich glaube, da sind wir alle in der Geschäftsstelle ziemlich gleich, wenn mal was nicht so gut läuft. Aber das Gute ist, wir können ja immer drüber lachen und ja, wie ich vorhin schon sagte, die Stimmung ist immer gut, versuchen gut so hochzuhalten. Das hat auch beim Handball gut geklappt und von daher gehört auch das dazu. Du hast dich ja, wie du es eben schon gesagt hast, nach deinem Karriereende letztes Jahr, das ja leider komplett in den Lockdown gefallen ist, wo man auch sagen muss, es ist ja hammerschade, dass wir irgendwie nicht vor Zuschauern dich verabschieden konnten und wir hoffen ja, dass wir das irgendwie auch nochmal nachholen können. Also das soll ja auch nochmal richtig gefeiert werden. Wie schwer ist es dir gefallen, dich so schnell auch auf was Neues einzulassen? Also ich stelle mir so vor, wenn man so eine lange Handballkarriere gelebt hat, immer unterwegs war, dass man dann vielleicht auch ein Jahr braucht, um das abzuschließen, wenn das nicht sogar schon zu wenig. Also du hast ja jetzt nicht gesagt, ich mache mal eine Weltreise oder ich genieße die Zeit mit der Familie, sondern bist ja eigentlich, sagen wir mal, nach einem halben Jahr schon in den Job eingestiegen. War das schwer? Erstmal muss man ja sagen, wenn kein Corona gewesen wäre, wäre ich früher ja angefangen in der Geschäftsstelle. Also wäre direkt eigentlich nach der Saison kurz im Urlaub und wäre dann schon dann direkt ins Büro gekommen. So hatte ich ja ab Mitte März eigentlich noch ein paar Monate Zeit und konnte mich darauf vorbereiten und habe ja auch die ganze Saison dafür genutzt, schon den Fokus zu haben, dann später in der Geschäftsstelle zu arbeiten. Aber natürlich, man merkt natürlich auch, dass körperlich natürlich der Körper erstmal mit abschließen muss. Ich sag mal so, die Wehwehchen werden dann durch das ganze Sitzen am Büro, am Tisch natürlich auch nicht weniger. Früher habe ich mich einfach bewegt, dann ist natürlich auch eine Riesenumstellung für den Körper, aber ich glaube, so langsam bin ich in diesem Alltagstrott drin, dass das alles gut klappt. Also ich bin ganz ehrlich und das meine ich gar nicht böse, ich finde es unfassbar, wie viel dir wehtut. Also das meine ich gar nicht wertend, sondern da merkt man einfach, was für ein Verschleiß auch so eine lange Zeit an Leistungssport hat, weil dir tun die Körperteile einfach weh. Wo ich halt da sitze, bin jetzt ein bisschen jünger als du, aber nicht wesentlich jünger und denke, krass. Also ja, Mitte 20, dann darf doch nichts wehtun, oder? Nee, da tut auch noch nichts weh. Aber das ist schon krass. Jetzt ist es ja so, dass ich dir gegenüber sitze und ich sehe oft ja nur, du bist zwar riesig groß, aber auch dein Bildschirm ist ja riesig hoch. Ich sehe ja immer nur deine Augen und dann hast du immer so einen angestrengten Blick und dann musst du erst mal gucken, so um. Ich frage mich eigentlich immer den ganzen Tag, ich beobachte dich, Holger, weißt du, du denkst, ich schreibe eine Pressemitteilung, aber eigentlich gucke ich dich nur an und frage mich, was machst du eigentlich da an deinem Rechner? Also was, ich weiß nicht, was machst du den ganzen Tag? Das frage ich mich auch manchmal. Nein, Quatsch. Also es ist nicht, dass ich da spiele oder sowas. Also, nicht? Nein, natürlich nicht. Und es ist natürlich viel mit Tabellen zu tun, gerade mit diesen Corona-Richtlinien, viele Gesetze lesen, irgendwas Neues, aber E-Mails lesen, eigentlich was alle machen, aber manchmal muss ich natürlich auch ein bisschen genauer hingucken und verkneift dann vielleicht mal ein bisschen die Augen. Vielleicht muss ich auch mal zum Augenarzt wieder gehen. Also. Vielleicht. Vielleicht. Aber was würdest du sagen, sind so im Moment deine Hauptaufgabengebiete? Einfach, weil ich glaube, viele Leute wissen ja auch gar nicht, was wir den ganzen Tag da so treiben, weil alle sehen die Mannschaft, alle sehen die Spiele, aber was gehört auch dazu dahinter? Und da hast du ja auch ein klares Aufgabenfeld. Vielleicht kannst du mal erläutern, was du eigentlich da so bespielst. Ja, zum einen natürlich jetzt das große Thema, was alle haben, ist Corona. Ich bin Hygienebeauftragter, kann man so sagen. Bin AKA Hygiene Holger. Hygiene Holger werde ich genannt in der Geschäftsstelle. Ja. dann natürlich die ganzen Testungen organisieren, die Auswärtsreisen organisieren. Das da alles, bin da auch in Abstimmung mit Mike und wie sie es gerne haben wollen mit der Mannschaft. Dann die ganze Orga um den Spieltag herum, dass alles vernünftig am Spieltag abläuft, vorher aufgebaut wird, abgebaut wird. Da haben wir ein starkes Team, was mich da unterstützt in der Halle. Viele freiwillige, ehrenamtliche Leute, die damit helfen. Dann kann man schon mal sagen, vielen, vielen Dank dafür. Und das ist natürlich immer viel Koordination, also gerade auch mit den Richtlinien durch Corona. Was gibt es Neueres von ABL? Wird da was ergänzt? Wird der Landesregierung was ergänzt? Und da schon viel, viel Lesen und Austausch, was ist möglich und was nicht. Und das ist schon dann, je nachdem, wie die Spieltage fallen und wenn viel Heimspiel in der Woche ist, schon sehr arbeitsintensiv. Ist auch eine große Dynamik im Moment dahinter, ne? Das wird ja hoffentlich alles bald auch etwas ruhiger. Aber
also ich weiß, dass die Aufgabengebiete kenne ich ja und ich denke dann immer so, boah, das ist krass viel Orga. Also bei dir läuft viel zusammen, du musst viele Leute informieren, also gerade wenn du sagst, auch das Aufbauteam in der Halle, Fernsehanstalten mit diesen ganzen Sachen, Teammanagement, bei dir läuft ganz viel zusammen und dieses Orga-Talent lernt man ja nicht unbedingt als Handballer, oder? Liegt dir das denn? Also oder denkst du manchmal auch, huh, ja. Ja, ich glaube schon. Also das liegt mir schon, glaube ich. Ich glaube, ich war als Kind auch immer sehr strukturiert, relativ ordentlich, glaube ich. Da muss man natürlich jetzt meine Familie fragen, aber ich glaube, das war immer alles okay. Und das, ja, mir macht das Spaß, Sachen zu organisieren, mich zu kümmern, mitzuhelfen, wo ich kann. Und ja, bis jetzt klappt das alles sehr, sehr gut. Ist ja auch sehr gewissenhaft. Also muss man auch sagen, das läuft sehr gut, finde ich. Fällt es dir denn auch schwer, dich manchmal darauf einzulassen, auch andere Aufgaben, also ich sag mal, wir kennen von Sky, haben wir dich einmal gesehen, wie du den Boden nochmal präpariert hast für die Mannschaft vorher mit so einem riesen Wischer. Ich glaube, das ist nicht, also wirklich nicht selbstverständlich, dass einer, der so erfolgreich Handball gespielt hat, der Weltmeister ist, der Deutscher Meister ist, der alles irgendwie gewonnen hat, Champions League und so weiter, dass du quasi für die Jungs dann, die jetzt spielen, einfach den Boden vorbereitest. Fällt dir das schwer, dich wirklich auch auf solche Sachen einzulassen? Nein, gar nicht. Also da denk ich gar nicht drüber nach. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Ich sehe das nur und normal macht es ja unser Betreuer Kai Bendixen. Und in dem Augenblick wollten mein Kollege und ich ihm einfach helfen und haben gesagt, komm, wir haben Zeit, wir haben gerade ein bisschen Luft in der Halle. Komm, wir machen das mal für dich. Er macht schon genug für die ganze Mannschaft, für uns. Und das war einfach ein bisschen unter den Arm zu greifen, dass ich dabei gefilmt werde. Ja gut, ist halt so, aber ja, ich mache mir da gar keine Gedanken. Also ich sehe nur das Praktische, ich versuche zu helfen, versuche der Mannschaft gut zu gehen. Ich weiß, als Spieler habe ich davon profitiert, also von daher überhaupt kein Problem. Perfekte Überleitung. Also du sagst, du hast als Spieler auch davon profitiert und das ist ja schon ein Team hinter dem Team, was eigentlich ja täglich sich einbringt und ganz viel arbeitet dafür, dass die Jungs Handball spielen können und das auch möglichst erfolgreich. Also wie nimmst du denn jetzt, wenn du die Seite switcht, das Team hinter dem Team war, also gerade Geschäftsstelle, aber auch gerade vielleicht, wie du gesagt hast, Betreuer, Kai Bendixen, wenn du siehst, was die eigentlich alles machen. Weil ich glaube, wenn ihr aktiv spielt und so fokussiert seid und eure Wettkämpfe zu spielen haben, die Spiele jeden zweiten, dritten Tag, nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr. Nee, du sagst es, so ist es auch. Also man, gerade wenn man jetzt meinen Bereich mit dem Spieltagsorga, was da alles dranhängt, das kriegst du als Spieler ja gar nicht mit. Du kommst in die Halle ist fertig. Alles ist aufgebaut und klar, du siehst mal, klar, nach dem Spiel wird was abgebaut, das kriegt man mit. Aber was da für ein Rattenschwanz dranhängt, ist schon enorm. Das Gleiche ist ja an der Geschäftsstelle. Und ich glaube, das tut, glaube ich, auch jedem Spieler mal ganz gut, mal zu sehen, wie das was abläuft, auch in welchem Engagement die ganze Geschäftsstelle und die Ehrenamtler da mithelfen, dass das was, ob ein Verein oder alles drumherum funktioniert und dass alle auch über im Arbeitspensum hinaus mithelfen und mit Leidenschaft, was ja auch ein großer Punkt ist von der SG, alles dafür tut, dass die Mannschaft erfolgreich ist, glaube ich, ist, kann man schon als Lehre daraus ziehen. Was ist das größte Mantra für einen Spieler? Ja, das ist ja schwer zu sagen. Also ich, ja. Also von wo bis wo denkt ihr immer? Ja, es ist ja, kommt ja vom Typ drauf an. Also das ist ja, einige Spieler, ohne mich jetzt zu loben, glaube ich, ein bisschen weiter denkt. Und dann hast du natürlich auch Spieler, die vielleicht nicht so weit denken. Also es ist ja unterschiedlich bei so vielen Charakteren in der Mannschaft. Weichst du mir gerade aus, weil ich dich hier locken will? Ich weich gar nicht aus. Das ist meine Antwort gerade. Sehr gut aufgepasst, Mist. Da wollte ich dich mal challengen und ich wollte eigentlich hören, ihr denkt ja von Spiel zu Spiel, weil das ist ja so. Schade, aber ich krieg dich noch. 2 Euro müssen da heute noch rein. Das nur als kleiner Sidekick. Ich bin ja nicht mehr im Spielermodus, deswegen habe ich das nicht mehr so. Ja, aber auch das Team hinter dem Team denkt von Spiel zu Spiel. Ich denke immer nur so, ich weiß, wie viele Spiele wir in einer Woche haben und alles, was danach kommt, weiß ich schon nicht mehr. Geht dir das auch so? Aktuell denke ich schon ein paar Spiele weiter, weil wir ein paar Spiele Heimspiele miteinander haben. Also mit den Corona-Tests wahrscheinlich, denke ich schon immer ein bisschen weiter, deswegen denke ich nicht mehr so. Ja, guter Switch vom Thema. Du hast 9 Jahre bei der SG gespielt, du bist die ewige Nummer 9. Was bedeutet dir der Verein? Was bedeutet dir die SG Flensburg-Handewitt auch jetzt, auch auf der anderen Seite jetzt? Ja, ist ja ein großer Teil meines Lebens, das muss man ja so sagen. 9 Jahre ist ja schon eine Menge, oder jetzt sind es ja sogar schon 10.
Und ich habe es immer schon betont, dass meine Familie und ich uns sehr, sehr wohlfühlen. Wir sind, wie man schon sagen, zu Küstenkindern geworden. Und natürlich ist das ein Riesenteil und jetzt auch noch, hoffentlich auch die nächsten Jahre noch. Und diese Leidenschaft, dieses Familiäre, das liegt mir sehr, sehr gut. Diese Bodenständigkeit, aber auch die Regionalität mit Flensburg und die Region drumherum. Also das passt perfekt und kann gerne so weitergehen. Würdest du sagen, Flensburg ist deine Heimat? Ja, natürlich. Also wir wohnen hier, das ist auch meine Heimat. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die anderen Orte, wo wir vorher waren, nicht unsere Heimat war, aber wir fühlen uns pudelwohl hier und deswegen, wir sind hier zu Hause, haben vielleicht auch noch zwei, drei andere zu Hause in unserer Brust, muss ich sagen, in unserem Herzen, aber klar, hier wohnen wir und hier sind wir daheim. Du bist ja der Spieler mit den meisten Feldtoren der Bundesliga, richtig? Ja. Sehr gut, habe ich gut aufgepasst. Du hast eine unfassbar beeindruckende Karriere hinter dich gebracht. Und ich kann mir vorstellen, dass dir ganz, ganz, ganz viele Fragen in deinem Leben bisher gestellt wurden. Du weißt, im Medienbereich, gibt es denn eine Frage, wo du sagst, irgendwie haben die mich echt viel gefragt und es sind auch oft immer wahrscheinlich dieselben Themen, also so wie wir das ja auch jetzt erleben. Gibt es denn eine Frage, die du dir mal gewünscht hättest, wo du einfach auch gesagt hättest, oh Mensch, wenn die mich jetzt mal dazu befragen, da hätte ich doch echt mal Bock, was zu erzählen? Boah, das ist eine gute Frage. Ja? Die hat immer gefehlt. Nein. Ach so, die Frage hat gefehlt. Boah, das ist ja schwer zu sagen. Ein Themenbereich vielleicht auch, der nie, wo du sagst, Mensch, ist das keinem aufgefallen? Also ich würde mich zum Beispiel mal zur Politik äußern wollen, was natürlich ein schwieriges Pflaster ist, aber zu so politischen Themen wurden wir fast nie befragt. Das würde mich schon interessieren, so meine Meinung mal. Aber was natürlich heutzutage sehr, sehr schwierig ist, weil man sehr stark damit polarisieren kann und da muss man schon aufpassen. Aber nein, insgesamt glaube ich, habe ich nicht nur sportliche, auch gesellschaftliche Fragen bekommen, familiäre Fragen, also das war bunt gemischt und dass da eben mal eine Frage gefehlt hat. Kann ich jetzt auch jetzt zurückblickend über 19 Jahre im Leistungssport nichts finden. Ja, ist doch gut. Also dann hast du auch ganz jetzt, viel gesagt. Nicht, dass jetzt alle mich jetzt nach Politik fragen. Also das war, nee, das wäre nicht so gut. Das wäre, glaube ich, auch nicht so gut. Wobei, man muss ja sagen, klare Kante zeigen und irgendwie auch sich zu was bekennen, ist ja auch wichtig. Das haben wir ja mit unserem Diversity-Spieltag irgendwie auch gemacht. Aber natürlich, wie du sagst, ist immer ein schmaler Grat auch in der Politik. Wieder ein Switch. Im Jahr 2007, Ende des Jahres 2007, ist dein Papa verstorben. Und danach ging das relativ schnell wieder, dass du in den Spieleralltag kehren musstest, weil ihr zur EM gefahren seid 2008 mit dem DHB. Wie würdest du das Ereignis in deinem Leben beschreiben? Ja, zum einen muss ich sagen, hat mich der Handball da ein bisschen gerettet. Ich konnte das machen, was ich immer gemacht habe. Ich konnte meine Arbeit, mein Hobby da genießen und mich da in die Arbeit stürzen. Zum anderen, glaube ich, bin ich schlagartig nochmal erwachsener geworden, mehr Verantwortung übernommen danach. Meine Frau war auch in dem Augenblick auch schwanger noch, also es war so ein großer Umstieg familiär und ich glaube, da bin ich auf jeden Fall dran gewachsen und habe viel mitgenommen. War das dann auch so ein Stück weit Normalität, aber dass man auch sich ein bisschen flüchten kann in dieser Handballwelt danach? Also dass man einfach die Spiele wieder hat, diesen Rhythmus hat, dass du einfach so eine, oder ist... Ja, flüchten nicht. Ich durfte einfach das machen, woran ich Spaß habe. Und ich glaube, mein Vater hätte es einfach jetzt mir total übel genommen, wenn ich wegen ihm da nicht hingefahren wäre. Also der war ja teilweise handballverrückter als ich. Und ich glaube, der wäre ziemlich sauer geworden, wenn ich wegen ihm so ein Turnier abgesagt hätte. Und, dann spielt man sogar noch mehr für den Papa eigentlich. Ja, natürlich. Der war natürlich immer im Kopf dabei und ist immer noch dabei. Und es ist alles gut. Ich glaube, er wäre ziemlich stolz jetzt auf meine Karriere im Nachhinein, muss man sagen. Und deswegen ist alles gut gelaufen. Ohne deinen Papa hättest du auch nie mit dem Handball angefangen, oder? Ja, natürlich. Also ich glaube, in der Region Osnabrück ist er ein großer, stadtbekannter Handballer gewesen, so was von Hörensagen ich gehört habe. Und
Ja, ich war von Anfang an mit in der Halle. Und dadurch habe ich dann wahrscheinlich auch das Talent geerbt. Und ist das dann auch so, dass das auch selbst als irgendwie Weltmeister, dass der Papa danach dann sogar nach so einer Weltmeisterschaft noch sagt, Mensch, aber da hättest du doch noch mal hier. Also ist das dann trotzdem noch so gewesen? Ja, danach nicht, aber... Oder hat er das irgendwann abgestellt? Nach jedem Spiel eigentlich immer... Ein Feedback. Ja, Manöverkritik. Cool. Aber auch positiv, aber teilweise war es auch schwierig, einfach mal hochzugucken auf Tribüne. Dann kamen irgendwelche Zeichensprachen, wo ich sage, was möchte er jetzt von mir? Aber ja, ich meine, es ist ja super, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, aber sicherlich nicht einfach, wenn man das nicht immer hören möchte, weil man selber gerade schlecht gelaunt ist. Klar, naja, klar. Das ist ja dann auch oft zu ehrlich. Das will man dann auch nicht immer hören. Ne? Aber du hast ja in Osnabrück in der Jugend dann gespielt und bist ja dann nach Nordhorn auch in der Jugend. Also haben deine Eltern dich dann von, das ist eine Stunde Fahrt, also haben deine Eltern dich jeden Tag oder jeden zweiten, ich weiß nicht, wie oft hattet ihr da Training, nach Nordhorn gefahren oder wie war das? Erstmal muss man sagen, dass ich durch die Jugendnationalmannschaft eigentlich gezwungen war, in der höchsten Jugendliga zu spielen, was in Osnabrück dann nicht mehr möglich war. Und über einen Freund halt der Kontakt hergestellt wurde zu Nordhorn. Und die haben gesagt, ja klar, können wir organisieren. Und über einen Sponsor, mit dem ich heute immer noch gut befreundet bin, bin ich erstmal mit dem Taxi gefahren, was der Sponsor bezahlt hat. Ja. Und cool. Nachher hatte ich halt einen Fahrer, ja. Bis ich halt meinen Führerschein selber hatte. Also da hat der Verein schon geguckt, dass deine Eltern das nicht noch zusätzlich irgendwie... Ja, sie sind natürlich auch zwischendurch gefahren, gerade dann zu den Punktspielen, wo sie dann immer mitgekommen sind. Aber nicht so im Trainingsalter, nein. War das denn, also wie erinnerst du dich an die Zeit? Ich meine, mit Schule, dann wartet da der Fahrer, dann musst du Hausaufgaben ja irgendwie, also das alles unter einen Hut zu bekommen. Viele waren auch im Internat, was ja dann ein bisschen einfacher ist von den Wegen. Ja, das war natürlich damals in der Zeit noch nicht so. Also es gab, glaube ich, nur in Magdeburg das Internat. Und natürlich war das eine aufregende Zeit für mich. Also auch komplett neue Menschen, neue Leute kennengelernt. Immer noch viele Freunde aus der Zeit. Es war natürlich auch schon prägend und das muss man dann unter einen Hut kriegen. Aber trotzdem hatte der Verein auch viel Verständnis, wenn ich dann mal nicht gekommen bin, weil ich sage, ich habe jetzt eine wichtige Klausur oder irgend sowas. Also das war alles gut. Hand in Hand, also ja. Ja, total wichtig auch. Ne? Und du sagst schon, viele Freunde, aber auch viele Weggefährten. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Nordhorner irgendwie bei der SG gelandet sind. Also du hast mit Lubomir Franjes zusammengespielt, mit Marc Bult, mit Mike Machulla und auch am Ende noch eine kurze Zeit mit Tobias Karlsson. Das sind ja alles irgendwie Weggefährten, die dich ja jetzt auch schon unfassbar lange begleiten in deinem Leben. Wie wichtig sind denn solche Konstanten auch? Also, dass man sich immer wieder begegnet oder immer irgendwie auch gemeinsam Wege geht? Ja, natürlich sehr wichtig, wenn man natürlich sieht, dass man in Nordhorn schon eine sehr erfolgreiche und positive Zeit hatte und man weiß, was man an seinem Teamkollegen hat. Man kennt ihn halt gut, man weiß, sportlich läuft es sehr gut. Also wir hatten ja nicht nur die du aufgezählt hattest, es war ja noch Steffen Weinhold, ah ja, genau, war stimmt, noch dabei, ja, und genau. Mein erster Profitrainer mit Kent-Harry Andersson war ja auch nachher Trainer, ja, in Flensburg. Also ja, ich glaube, es war ja schon ein bisschen klein Nordhorn hier in Flensburg, ja, und man sieht, welche Erfolge daraus gewachsen sind, und das bindet natürlich ein und man kann sich auf die Person auch verlassen, weil man sie einfach gut kennt. Dann hattest du ja mit Lubomir Franjes und mit Mike Machulla ehemalige Mitspieler, die dann deine Trainer geworden sind. Und Marc Bult ist ja auch Co-Trainer. Ist das komisch? Also weißt du, wenn man vorher noch in der Kabine irgendwie auf so einer ganz anderen Ebene flaxt, verändern sich Ebenen oder bleibt das einfach auch gleich? Ja, es verändern sich natürlich einiges. Aber natürlich ist da immer noch eine gewisse andere Distanz, als wenn jetzt ein fremder Spieler zum Trainer kommt. Das glaube ich schon. Andersherum muss ich sagen, haben Jubo und Mike mich damals schon in jungen Jahren so ein bisschen trainiert als Mittelmänner und mir auch mal einen kleinen Arschtritt verpasst, muss man sagen. Okay. Das gehört dazu. Ja, so ist das ja. Ich war junger Spieler, die waren ein bisschen erfahrener als ich, und gerade da war natürlich auch für mich viel zu lernen. Habe ich auch viel von profitiert. Mike sagt immer noch, dass er viel den Rücken hingehalten hat für meine Würfe da. Und von daher, glaube ich, hat das schon viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin ja aus Lemgo auch, sagen wir mal, nicht sportlich so erfolgreich hierher gekommen. Und Jubo wusste genau, welche Stellschrauben er bei mir irgendwie
einstellen musste und dass das alles wieder besser läuft. Schon cool dann eigentlich, dass man sich gut kennt auch. Also es vereinfacht es ja auch ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Oder? Also, es ist ein anderes Verständnis füreinander da wahrscheinlich. Ja, bei denen wäre ich mir auch sicher, wenn ich Hilfe brauche, stellen die bei mir auf der Fußmatte, Hausmatte und würden mir helfen. Also so gut kennen wir uns alle und da ist dann schon ja, nicht nur ein sportliches Vertrauen, sondern auch, glaube ich, ein persönliches Vertrauen da, dass wir uns da gegenseitig den Rücken stärken. Und der Erfolg, glaube ich, spricht ja auch ein bisschen für sich. Man könnte denken, du bist Medienprofi, Holger, weil du hast schon wieder eine überragende Überleitung kreiert. Thema Fußmatte, Nachbarschaft. Ich habe ja mich ein bisschen schlau gemacht und ich habe gehört, dass die Nordhorner Nachbarschaft sich extrem von deiner Rasenpflege unter Druck gesetzt gefühlt haben. Ist das so? In Nordhorn? Ja. Dass du natürlich deine Nachbarn, und ihr habt, glaube ich, alle zusammen gewohnt, wenn ich das richtig verstanden habe von meiner Quelle, dass da durchaus dein Rasen sehr gepflegt war und andere Rasen nicht so gut gepflegt waren und da natürlich dann so ein gewisser Handlungsdruck bei den Nachbarn da war. War das so? Anscheinend. Das muss ich mal selber überlegen. Nee, ich habe zum einen, muss ich sagen, liegt da nicht nur die ganze Verantwortung bei mir. Ich habe auch mein Schwiegervater ist sehr gerne im Garten und hat dann öfter mal meinen Garten mitgemacht. Ach, sehr gut. Ja, fand ich auch oder? Sehr gut. Ja. Und zum anderen, ja, was heißt ein Garten? Ich hatte nur einen Rasen halt und ich habe das auch mal so ein bisschen als... Wembley. Also es war Wembley, sagst du. Nein. Ja, doch. Nein. Also, Nagelschere. Nein, nee? Überhaupt okay. Nicht. Ich habe nur das Rasenmähen so ein bisschen auch ein bisschen als... Meditation. Genau, so ein bisschen rauszukommen und einfach mal ja. Einfach zum Nachdenken benutzen, da etwas Nützliches beigetan. Aber dass da so ein Druck herrscht, wurde das so empfunden? Anscheinend, das kannst du mit meinen Quellen ja nochmal besprechen. Wieder ein Switch. Ich schätze dich als Kollegen ja sehr, weißt du ja. Du sitzt mir gegenüber, ich kann auch nichts anderes sagen, weil ich muss dich ja jeden Tag angucken. Wie würdest du dich denn selber in 3 Worten beschreiben? Ei, das finde ich immer schwierig. Das sollen lieber andere machen. Bodenständig wollen immer alle hören, glaube ich. Aber ich glaube, ich kann auch sehr, sehr lustig sein, auf eine gewisse Art und Weise. Aber auch, glaube ich, auch sehr nervig, vor allem, wenn man arbeiten muss. Richtig. Nein, also wie gesagt, sollen die lieber andere einschätzen. Und ich glaube, ich versuche einfach so zu bleiben, wie ich bin. Ich glaube, da brauche ich keine 3 Wörter finden. Auch eine gute Antwort. Du warst ja als Spieler ganz oft unterwegs und hast viel gesehen, viel gelebt, im Bus, im Flieger am Ende auch. Jetzt bist du kein Spieler mehr, du bist mehr zu Hause. Und was genießt du denn jetzt am allermeisten an dem Nicht-Spieler-Sein? Dass ich zu Hause bin. Ich freue mich auf die Zeit einfach. Jetzt natürlich durch Corona konnten wir es noch nicht so genießen, wie ich das gerne gemacht hätte. Aber ich freue mich natürlich auf die Zeit, die wir jetzt schon hatten und die wir noch bekommen. Hoffe natürlich, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, unsere Freunde zu treffen, die jetzt auch all die Jahre ein bisschen leiden mussten, dass wir nicht so viel Zeit hatten. Aber natürlich mit der Familie, mit meinen Kindern die Zeit zu verbringen und dann vielleicht auch die Gartenpflege, was wir vorhin schon angesprochen haben, auch mal ein bisschen mehr selber in die Hand zu nehmen. Holger, haben wir uns abgesprochen? Nein, natürlich nicht. Aber du bist ja Vollprofi und schon wieder die nächste Überleitung. Eigentlich, mich nervt ja immer noch, dass du noch nicht ins Phrasenschwein eingezahlt hast. Stichwort Gartenarbeit. Es gibt da eine Frage, die hat mich nachhaltig beschäftigt. Und ich sage dir auch, ich nehme da sowas auch mit in den Feierabend. Und das lässt mich nicht los. Wieso hat ein Holger Glandorf in Timmersieg einen Pool aufgebaut, wenn es in Schleswig-Holstein noch nicht mal 10 Grad sind? Also ganz im Ernst. Und du hast mir das ganz stolz erzählt, ja, ich muss erst mal einen Pool aufbauen. Für was? Ist der beheizt? Nein. Damit du jetzt eine Phrase kriegst, ja. Also ich denke ja nicht von Spiel zu Spiel. Weißt du? Danke, sehr gut. Ich habe den Spielplan schon ein bisschen weiter im Blick, wann wir Heimspiele haben. Und es war einfach. Ja, genau. und es war eigentlich vom Wetter her die beste Zeit und ich hatte Zeit, das einfach zu machen, weil wir im Sommer den Pool dann hoffentlich nutzen können, wenn das Wetter besser wird und wärmer wird. Und habe die Zeit genutzt, habe den Pool aufgebaut. So, und jetzt? Aber und natürlich muss ich sagen, war vielleicht auch so ein bisschen Nachbarschaftsdruck. Wenn der eine macht, der andere. Ach weiß ja, wie so. Es, ja. Aha. Aber wer ist da jetzt der Druckgeber? Du oder die anderen? Ich glaube, wir tauschen uns da mal gut aus und dann, ach, das ist eine gute Idee, kann ich auch jetzt mal machen, hab ja Zeit. Und
Ja, das wir haben auch eine sehr gute Nachbarschaft und es passt gut, aber ja, ich hatte einfach Zeit und dann, was muss gemacht werden, dann mache ich das. Aber du bist auch gerne ein Barbecue-Holger, oder? Grill-Holger gibt es ja, auch. Ja, hast du auch schon angegrillt? Ja. Ja, nee, durchgegrillt. Durchgegrillt, ja, schon. Wird auch im Winter gegrillt. Echt? Ja. Okay, hast du da auch so special Rezepte und so? Und hast du da nein, Skills, besondere Skills? So professionell nicht. Nein. Hast du so einen Smoker? Hast du auch nicht? Nein, habe ich auch nicht. Ah, aber kann ja noch kommen, wer weiß. Zeit ist ja jetzt ein bisschen mehr. Ja. Was steht jetzt morgen an, Holger? Was macht ein Holger Glandorf am Pfingstwochenende? Was musst du alles noch erledigen? Ja, eigentlich nicht viel. Ja, das macht deine Frau, oder wie? Naja, jetzt gucken wir mal, wie das Wetter wird. Also ich glaube, die Aussichten sind nicht so toll. Erstmal steht noch ein Corona-Test an mit der Mannschaft, wenn wir von der Arbeit sprechen. Und am Pfingstmontag ist ja das nächste Heimspiel. Also da habe ich schon ein bisschen Fokus drauf. Versuche natürlich morgen am Freitag alles vorzubereiten für den Montag. Mhm. Und dann versuche ich nur die Zeit zu genießen, je nachdem, wie das Wetter wird. Da meine Jungs ja auch sehr sportbegeistert sind, wird wahrscheinlich auch noch der letzte Bundesliga-Fußballtag geguckt am Samstag. Und so. Also ich glaube, wir werden die Zeit einfach zusammen genießen und irgendwas Tolles unternehmen. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wir düsen jetzt gleich wieder ins Büro und wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns aller spätestens am Montag in der Halle. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.